Versuch zur Redoxreihe der Metalle. Bei Redoxreaktionen, an denen Metalle beteiligt sind, geben die Metallatome Elektronen ab und gehen in Ionen über. Aber auch der umgekehrte Fall kommt vor. Metallionen nehmen Elektronen auf und werden zu Metallatomen. Der vorliegende Versuch dient dazu abzuschätzen, in welche Richtung solche Reaktionen ablaufen. Dabei wird zu Zink-, Kupfer- und Eisenstücken jeweils eine Lösung von Eisen-2-Sulfat, Kupfer-2-Sulfat, Zink-2-Sulfat und Silber-1-Nitrat-Lösung gegeben. Zunächst werden in die einzelnen Vertiefungen der Tüpfelplatten die jeweiligen Metallstücke gegeben. In der oberen Reihe befinden sich Zinkanionen, in der mittleren Reihe Kupfer, Brom, in der unteren Reihe Eisenstücken. In die erste Vertiefung mit der Zinkanione wird Eisen-2-Sulfat-Lösung gegeben. In die mittlere Vertiefung mit der Kupferprobe wird ebenfalls Eisen-2-Sulfat-Lösung hinzugefügt. Die zweite Vertiefung mit der Zinkanione wird mit Kupfer-2-Sulfat-Lösung aufgefüllt. Kupfer-2-Sulfat-Lösung wird ebenfalls in die zweite Vertiefung mit der Eisenprobe gegeben. In die linke äußere Vertiefung mit der Kupferprobe wird Zink-2-Sulfat-Lösung gegeben. Zu der Eisenprobe wird ebenfalls Zink-2-Sulfat-Lösung gegeben. Die rechten Vertiefungen der jeweiligen Metallproben werden mit Silber-1-Nitrat-Lösungen aufgefüllt. Diese Tabelle gibt noch einmal die Kombination von den jeweiligen Metallproben und Metallsatzlösungen an. Hier ist das Ergebnis des Versuches. Zink- und Kupfer-2-Sulfat-Lösung ergeben einen sogenannten Kupferbaum. Zink- und Silber-1-Nitrat-Lösung ergeben einen sogenannten Silberbaum. Bei Kupfer- und Silber-1-Nitrat-Lösung erkennt man ebenfalls einen Silberbaum und bei Eisen mit Kupfer-2-Sulfat-Lösung einen Kupferbaum. Eisen- und Silber-1-Nitrat-Lösung reagiert zur Ausbildung eines Silberbaumes. In dieser Tabelle sind auch die Ergebnisse noch einmal grafisch dargestellt. Taucht man ein Kupferstück in eine Silber-1-Nitrat-Lösung, so scheidet sich metallisches Silber auf der Kupferoberfläche ab. Das heißt, Ag+-Ionen werden durch Elektronenaufnahme zu metallischem Silber reduziert. Außerdem ist rund um das Kupferstück ein sogenanntes Silberbäumchen zu erkennen. Die hierfür notwendigen Elektronen stammen aus dem Kupferstück. Dort werden Kupferatome durch Elektronenabgabe zu Kupferionen oxidiert. Es findet also eine Redoxreaktion zwischen Kupferatomen und Silberionen statt. Eine entsprechende Reaktion läuft ab, wenn man ein Zinkstück in eine Silber-1-Nitrat- oder Kupfer-2-Sulfat-Lösung taucht. Die Ergebnisse ermöglichen es, die drei Metalle nach abnehmendem Reduktionsvermögen anzuordnen. Die Versuche zeigen außerdem, dass Metallatome die Ionen aller Metalle reduzieren können, die in der Anordnung unter ihnen stehen.